hat SimCity gezeigt, warum es so ein wenig in Kritik steht. Es ist einfach mal abgekackt. Ohne jede Vorwarnung. Kaboom! Tja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder am Ladebildschirm nach Palomino. Das ist meine Stadt, im Moment noch. Wie gesagt, ihr könnt es entscheiden, wie es heißen soll. Ich werde jetzt auch nicht die mega vielen Parts drehen. Und mal gucken. Ja, toll, meine ganze Straße ist hier nicht bitter. Habe ich denn hier ist auch immer noch nicht Dings eingezeichnet? Ja, wunderbar. Also ist ein bisschen was zurückgegangen. Vielleicht auch Dr. Wu noch nicht sich gemeldet. Das ist natürlich schön und vor allen Dingen weiß man dann ja auch immer super, was man schon gebaut hat und nicht. Also das die Feuerwehrwache. Achso, ich habe auch das ganze Geld nicht. Ja, gut. Habe ich die Feuerwehr denn schon? Ich hoffe. Hier kann ich noch was planieren. Achso. Ja, toll. Das finde ich aber jetzt gar nicht so lustig eigentlich. Oh Mann, das ist natürlich immer demotivierend. Man spielt hier, man will was reißen und dann auf einmal kaboom. So, also die Feuerwehrwache steht da. Auch mit dem Löschfahrzeug. So, und hier kann ich jetzt was machen schon. Ich möchte gerne weiter mit Ihnen abschließen. Was halten Sie von 5200 als Einsatz? Komm, ja, was ist denn los? Wenn Sie es schaffen, innerhalb von 3 Tagen 100 Sims in die Parks zu holen, haben Sie den Auftrag erfüllt. Mach ich. Komm. Sorgen Sie dafür, dass 100 Sims den Park besuchen? Haha, da habe ich ja einen Plan. Plan. Mittelfeldpark. So, Besucher pro Tag. 192. So, komm hier rein. Alle freuen sich hier. Krass. Und hier nochmal so einen schönen Park. Der kommt hier hin. Damit in meinen Mega-Dingern auch hier ein paar Parks sind. Die Feuerwehr löschen brennt. Super. Und ich sorge dafür, dass sie in den Park gehen. Auf jeden Fall, Leute. Ich sorge dafür. Weil dann kann ich endlich mal ein Projekt fortsetzen, was ich eigentlich vorhatte. Ich habe aber erstmal hier mir Sorgen gemacht um die Stromversorgung, ehrlich gesagt. Strom läuft tatsächlich alles. Also das Kraftwerk pumpt ja richtig krass. 19,4 Milliwatt Überschuss. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne noch, bevor ich dann weiterbaue, hier einen weiteren Windpark aufstellen. Und die Industrie freut sich natürlich über Windparks. Und hier, zack. Und ich habe natürlich die Wette locker gewonnen und kann hier richtig nochmal für Strom sorgen. So, ein schönes Windkraftschild. Epic Wind. So heißt es natürlich. Und ist Servicestraße. Ermöglicht es den Arbeitern, den Windkraftwerke zu erreichen. Verfügt über unterirdische Leitungen zum Energietransport. Was ist das denn? Keine Ahnung, ich mach das einfach mal, eine Servicestraße. Keine Ahnung, was das bringt. Die wird auf jeden Fall einfach für die da. Servicestraße. Könnt ihr mir aber in die Comments schreiben, what the fuck bringt eine Servicestraße? So, und hier schön Feuerwehr. Ich krieg 2,9 die Stunde. Ich baue jetzt hier mein Straßennetz aus, was ich ja eigentlich im letzten Part gemacht habe. Und boom, war alles platt auf einmal. Ich hab's richtig krass hier ausgebaut gehabt, ja. Das seht ihr ja auch noch im letzten Part. Und vielleicht habe ich da auch was vergessen, was ich dann... Ja, hier wird sich Vulkanindustrie langsetzen, hat keinen Platz an dem Windpark. Aber hier wird sich Fettindustrie niederlegen. Dann werden die direkt wieder kommen mit... Wir haben zu wenig Abnehmer! Wir haben keine Einwohner! So, und dafür wird die nächste Langstrecke hier gezogen. Hauptstraße mit mittlerer Dichte. Kaboom kommt hier hin oder hier hin. Hier hin. Und zack, wird nach unten gezogen. Ja, hier auf jeden Fall lang. Und hier gibt es direkt mal wieder schöne Bauplätze. Zu wenig Abnehmer für Lieferer. Und dann kommt hier erstmal wieder schön Kaboom hin. Und dann kommt der Rest hier Arbeiter. Die werden wir brauchen. Die werden wir benötigen, Arbeiter. Da wird kein Weg drumherum führen. Und hier soll ich planieren. Alles planiert. Hier sind leere Häuser. Planieren. So, alles planiert. Alles wunderschön hier. Das Windkraftwerk ist auch hoffentlich ordentlich am Pumpen. Gesundheit. Oh, wir brauchen mehr Gesundheit. 10 Patienten werden behandelt.
Was kostet denn so ein schönes Ding? 12.000. Ja, dann spul mal ein Bitcoin vor. Ich krieg 3.200 die Stunde. Zack, 12.000. Bumm, ist dann noch ein Krankenvögel dran. Aber ich bin knapp bei Kasse. Also ich bin knapp am Spekulieren. Hier. Ich habe noch keine Polizei. Aber bisher scheint mein... Oh, hier Feuerwehr. Schön hier am Löschen. Die haben hier alles unter Kontrolle, die schöne Feuerwehr. Und da kommt gleich ein fettes Erzberg weg hier. Handelskontor. Ich kann hier was upgraden. Upgrade! Yes. Und upgraden. Woo, 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 Leute, upgrade! Die alle am Feiern da vorne. Riesenfeuerwerk zugunsten des Bürgermeisters. Die Straßen sind nicht so... Oder sind die am Protestieren? Ja, ey. Oh doch. Grund zu viel Verbrechen. Ja, Leute, wir kriegen eine Polizei. Verspreche ich euch. Verspreche ich euch. Finanzabteilung, Bildungsabteilung, Sicherheitsabteilung. Das ist für Feuerwehr, Dings und Dings und Dings und Dings gut. Das werde ich auf jeden Fall als erstes bauen. Die schöne Sicherheitsabteilung. Simcopter One. Für Flughafen. Ne, ich werde auf jeden Fall gleich die Sicherheitsabteilung bauen. Kleine Brände überall. Oh Gott, ey Leute. Zündet doch nicht alle eure Dings an. Eure Buden an. Ich muss aber erstmal eine Polizei bauen. Tut mir leid, dann bin ich meinen Sim schuldig. Und das werde ich auch machen. So, Polizei. 30.000, Leute. Wo kostet so eine Wache 30.000? Sims, Sim-Leons, Polizei. Polizei müsste weniger kosten. Polizei darf nicht so viel kosten. Ich brauche mehr Steuerzahler. Eindeutig mehr Steuerzahler. Wir haben zu wenig Kunden. Oh Gott, ihr mit euren Kunden. Ich habe ganz andere Probleme. So, dann ziehe ich hier nur meine Hauptstraße lang. Das kostet mich ja nur 7.000. Das mache ich jetzt als erstes. Und dann hier, kriegt ihr hier so eine Shopping-Landschaft. Hier, boom! Also, wenn das nicht Kunden genug sind. Und hier auch nochmal schön Einwohner. Habt ihr beides. Dann können die, die da sind, gleich hier da nebenan arbeiten. Ist doch perfekt. So, leeres Haus. Leeres Haus. Leeres Haus. Brauchen wir nicht. Weg. So, und da fackelt eine ganze Dings ab. Ja, was soll ich denn machen, Leute? So, komm, ihr kriegt hier schnell nochmal ein Feuerwehrding. Noch einen kann ich euch nicht geben. Oh Mann. Und die dicke Firma abgefackelt. Ja, ich weiß, dass hier viel Brände sind. Ich weiß es, Leute. Ich kann aber im Moment nicht so viel machen. Mir sind die Hände gebunden. Ich will jetzt erstmal, will ich eine fette Polizeiwache bauen. Meine Leute protestieren davor, mein Rathaus. Oder auch nicht mehr. Irgendwie sind sie ja immer ganz komisch dabei. Mal protestieren sie wie Sau und dann nicht. Ist ja auch immer herrlich. Können sie auch nicht einig werden, hier die Leute. Protesten sie und dann protesten sie nicht. Boah, hier dieser kleine Nippel, der ist geil. Der Nippel gefällt mir. Ich habe hier mehr so ein Zick-Zack-Zick-Zack-Zick-Zack-Gebäude. Gebirge. Und hier kommt nochmal so ein fetter Touristenpark raus. Beim Industriegebiet. Was machen wir denn? Oh, hier im Industriegebiet und so. Ja, ich weiß. Aber erst ist jetzt die Polizei dran. So. Als erstes ist gleich eine Polizeiwache am Start. Können da erstmal richtig hier sich neben der Feuerwehr niederpflanzen. Und dann geht's ab. Polizei. Ja, ich weiß, dass Verbrechen regiert, aber ich kann jetzt erst ein Polizeigebäude bauen. So. Leute, hier habt ihr euer Polizeigebäude und jetzt geht's ab. Polizeigriffe für Nachbarn verfügbar. So, und was kostet so ein scheiß Streifenwagen? 10.000. Leute, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ich krieg direkt 50 Polizeiwagen. Könnt ihr erstmal alle verknappen. So, komm. Wann ist denn eine Stunde mal rum? Wann ist denn hier mal eine Stunde rum? In 3, 2, 1 und boom. 11.000, so. Hier. Das ist ein Polizeiauto. Das ist ein Polizeiauto. Zwei Wagen direkt hier, so. Nice. So, und dann als nächstes mache ich nämlich ein Versorgungszentrum. Ich warte noch mal kurz mit dem Kohlekraftwerk, bevor das hier alles im Bach runtergeht. Weil die immer noch mal sagen, es ist hier zu viel Feuerwehr. So, und jetzt wird hier erstmal richtig gegen das Verbrechen gegangen. Nachfrage Wohngebiet.
Nachfrage, Gewerbegebiet, Wohngebiet ist fett in Nachfrage. Das ist gar nicht so schlecht, denn hier wird ein nächster Wohnpalast. Aber dann ist das auch schon nah am Dings. Nah an der Grenze. Also dann kann hier erstmal nicht mehr so viel Wohngebiete gebaut werden. Die können ihre Wohnung natürlich auch einfach erstmal vergrößern, die Idioten. Warum machen die das nicht? Ist euch die Musik ein bisschen zu laut, dann müsstet ihr es auf jeden Fall mal in die Comments schreiben. Ich werde das dann bei Gelegenheit ändern. Oh, und hier ist ein kaputter. Kaputt! Verlassene Gebäude planieren, ja, mach ich da auch. So, und jetzt kann hier richtig viel nochmal gebaut werden. Überall kann hier gewohnt werden nochmal. So, komm, die kriegen direkt gleich nochmal einen Streifenwagen hier. Dass hier nicht mehr die Dingsbums regiert hier. Die Mafia. Nicht in meinem Dorf! Nicht in meiner City! Oh, ich habe jetzt, glaube ich, hier das wieder zugebaut. Oh, jetzt kann ich hier nur einen Sicherheitsflügel bauen. Oh Mann, Leute, gib mal Gummi hier mit der Tiet. So, los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Zeit, 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 Zeit. Boom! Noch ein Polizeiauto, ey. Polizeikräfte für Nachbarn verfügbar. So sieht's aus, Leute, so sieht's aus. So, und hier, die Industrie wird wachsen. Die Industrie geht's richtig gut. Haben wir immer noch genug Strom? Ich wundere mich so. Wir sind hier wohl ein Krisengebietesarm? Krisengebietesarm. Krisengebietesarm? Wie heißt denn das nochmal? Armes Krisengebiet? Ein Gebiet an armen Krisen? Nö. Auf jeden Fall ein Gebiet, was nicht so viele Krisen wieder... Was nicht so vielen Krisen widerfährt. Kann man das so sagen? Alter. Weil jetzt kann ich hier... Upgrade-mäßig kann ich jetzt hier, glaube ich, nicht mehr das Ding dran bauen, ne? Ne. Jetzt kann ich nur hier. Oder hier so. Ach so, so kann ich auch aufbauen. So, und dann noch eins so da dran, oder was? Das wäre jetzt ja mal zu testen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das geht nur so. Aber so sieht natürlich nice aus. Und das werde ich als nächstes bauen. Weil dann kann ich mir ein dickes Krankenhaus bauen und alles. Da habe ich Bock drauf. So, boom. Jetzt kann ich ja einfach mal gucken. Nicht genehmigt, nicht genehmigt. Rathaus-Upgrade, Rathaus-Upgrade, Rathaus-Upgrade. Alles nur ein Rathaus-Upgrade. Also ist das alles noch nicht genehmigt, weil jetzt kann ich mir gleich fettes Krankenhaus hier hinstellen. Und eine fette Polizeiwache und sowas alle. Hier so eine, sowas hier. Große Feuerwache. Und hier ein Krankenhaus. 120.000 kostet das dann nur. Schicken Sie, stellen Sie Maxi Herrenmarsch auf, schicken Sie Maxis auf Patrouille, das kann ich auch mal gleich machen. 11 Patienten werden behandelt, das ist doch noch alles im Argen. Meine Stadt scheint auch gesund zu sein, die freuen sich, die sind gut dabei. Hier, da ein, zwei Klagen mal über irgendwas. Es gibt tolle Läden zum Shoppen, ja, wunderbar, Leute. Was habt ihr denn hier? Was mich glücklich gemacht, es gibt tolle Läden zum Shoppen, es gibt tolle Läden zum Shoppen, ja, wunderbar hier. Ihr seid richtig gut drauf, ich bin richtig gut drauf, dann ist es doch perfekt. Dann ist es doch einfach perfekt hier gerade. Boah, ich kann jetzt auch ein Polizeirevier bauen, Alter. Alter, aber ich muss erstmal so ein Maxi-Haus bauen. Aber irgendwie habe ich jetzt erstmal Bock, Kohle zu bauen. Um richtig Kohle zu schaffen. Haha, so ein Erzbergwerk. Das werde ich jetzt als nächstes bauen. Das werde ich genau jetzt bauen. Bergbau. Erzbergwerk, yes, yes, das kommt hier hin. Kaboom! Oh, schade. Hä? Zack! Erzbergwerk! Ja! Und dazu muss ich auf jeden Fall ein Handelsdings. Wir brauchen ein Roherzlager. Ja. Das kann ich mit 10.000 bauen und das wird hierhin gepflanzt. Natürlich auf Kosten der Industrie. Egal, Alter. Richtig fett jetzt hier. Und jetzt geht's ab, Mann. Jetzt geht's ab. Weltmarktlieferung verwalten. Sie müssen Ressourcenhandel auf dem Weltmarkt mit ihren Nachbarnlagern hinzufügen. Ja, okay, komm, 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 komm. Hier, 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 Erzberglager. Kohlelager brauchen wir nicht. Versandlager brauchen wir auch nicht. Rohöllager brauchen wir auch nicht. Roherzlager. Ja, boom, hier hinplanten, hier eins hinplanten. Komm. Jetzt scheffelt mal hier ordentlich Erz. So, jetzt will ich hier aber was sehen. Was kostet ein scheiß Erzlager? 2000. Hier, boom. Hier, boom. So, kaboom! Jetzt hier, Weltmarktlieferung verwalten. Export für 7,5, Junge! Was geht ab? 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 Garage für Lastwagen, komm, da kommen noch mehr hinzu.
Boom. Boom. Dass sie hier richtig powern können. Die müssen richtig powern können, die Leute. Die müssen hier richtig den Weltmarkt vorantreiben. Und die kriegen da hinten Park. Oh, Wasser. Verstopfte Rohre hier. Wasser, Endrohre sorgen überall für was? Und verstopfte Rohre. Warum? Komm, da kommt hier noch eins hin. Fertig. So einfach Gitter.